Seite wichtig ist, dass ich einfach einschätzen kann, komme ich alle Streckenabschnitte hin. Wenn das Wetter ein bisschen wechselt, wenn die Nebelbänke eventuell umziehen, nicht, dann muss ich einfach beurteilen, okay, in dem Streckenabschnitt kann ich jetzt zum Beispiel im Moment nicht fliegen. Nicht. Das muss ich dann einfach der Rennleitung bzw. der Einsatzleitung sagen, dass es derzeit eben nicht möglich ist. Nicht. Im Unterschied zur normalen Bergung, sage ich jetzt einmal, wo ich mir zuerst den Notfallort anschaue aus der Luft nicht, und dann entscheide, wie ich die Bergung mache, da drüben kriege ich die Entscheidung einfach von der Rennleitung und ich weiß, wo der Notfallort ist. Das heißt aber, ich kann diese Erkundung aus der Luft nicht machen, sondern die muss ich schon vorher gemacht haben. Ich muss wissen, wo ich hin muss. Ich muss also die Strecke kennen. Nicht? Ich muss wissen, wo ist der Oberhausberg, wo ist die alte Schneise. Und dann dort vor Ort muss ich wissen, als Pilot einfach, wie sind dort die Abspannungen für die ganzen Sicherheitsnetze. Aufenthaltsraum, okay. Ganz ein zentraler Punkt, ist das gemeinsame Frühstück. Nach dem Morgencheck, das ist der morgendliche Check, also der Pilot macht den fliegerischen Check, der Flugretter checkt sein Material und Flugretter und Arzt machen gemeinsam den Morgencheck. Das heißt, die ganze medizinische Ausrüstung wird täglich vor Einsatzbeginn überprüft. Also wir Flugretter sind von unserem Aufgabenbereich eigentlich dreigeteilt, das heißt, wir haben einerseits die Assistenz des Piloten als Cockpit-Assistenz, wo es darum geht, den Funk zu bedienen, wo es darum geht, Hinderniserkundung zu machen und eine Navigation zu unterstützen. Dann die Absicherung des Hubschraubers während und nach der Startphasen. Die zweite Arbeit von uns ist die medizinische Assistenz, das heißt, wir sind ausgebildete Notfallsanitäter. Und die Hauptkompetenz ist dieses, dass wir die Bergeverantwortung haben, das heißt, wir kommen alle aus dem Bergrettungsbereich und für die sichere Bergung des Patienten und vor allem die sichere Versorgung des Patienten im alpinen Gelände verantwortlich sind.